Willkommen zurück bei Ghost of Tsushima. Bevor es losgeht, möchte ich natürlich noch ein wenig was erzählen, was den Titel dieser Folge angeht. Ich denke mal, die Leute, die lesen können, könnten sich denken, um was es sich handelt. Ich möchte mich nochmal bei allen Zuschauern bedanken für die netten Bewertungen der letzten Monate, egal in welchen Videos. Nur, was mir so ein wenig aufgefallen ist, auch erst vor ein paar Tagen wieder mal im Creator Studio, anscheinend hat sich eine kleine Selbsthilfegruppe von Dislikern gebildet, dessen Lebensmittelpunkt ich natürlich bin. So wie Videos von mir erschienen sind, werden ab und an immer mal gerne negative Bewertungen dargelassen. Dafür möchte ich euch recht herzlich danken und euch auch noch gleichzeitig daran erinnern, da ist noch eine Menge Luft nach oben. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wenn ich schon der Mittelpunkt eures YouTube-Daseins bin, dass die Bewertungen doch eventuell vielleicht sogar in den zweistelligen Bereich gehen können. Zudem möchte ich auch noch gleich darauf hinweisen, dass gewisse Richtlinien und AGBs auf YouTube existieren. Wenn man sich Accounts erstellt und Leute pushen möchte, egal ob positiv oder negativ, was eigentlich bei YouTube völlig irrelevant ist, da jegliche Bewertungen in einen Topf geworfen werden. Daher spielt es keine Rolle, ob man 50 Likes hat oder 50 Dislikes. Wenn jetzt beides auf einem Video wären, hätte ein Video 100 Bewertungen und somit 100 Aufrufe. Des Weiteren sollten sich auch einige Leute mal Gedanken darüber machen, dass wenn man sich schon mehrere Accounts erstellt und gewisse Sachen durch Bewertungen versucht, positiv oder sozusagen negativ pusht, dass man damit dann auch gegen die Richtlinien verstößt. Denn YouTube hat eure IP-Adresse, egal ob ihr mehrere Accounts habt, ob ihr euch vom Handy einloggt, vom Tablet, vom PC, vom Laptop, es spielt keine Rolle. Es ist dieselbe IP. Wenn ihr euch von woanders einloggt, ist es immer noch derselbe Account und das Schema ist immer noch das gleiche. Ich kann nur den Leuten raten, die vielleicht selber einen YouTube-Kanal haben, selber Videos machen, die dann sowas abziehen, egal ob bei mir oder auch bei anderen, um die Leute einfach nur zu ärgern und weil sie ja auch kein so wirkliches Real Life haben oder diese Leute, die sie denn dadurch sowohl positiv als auch negativ pushen wollen. Seid darauf gefasst, dass ihr damit gegen die Richtlinien verstoßt und ihr Gefahr lauft, dass euer Kanal, sofern ihr denn einen habt, gesperrt wird. Das könnt ihr natürlich gerne alles in den AGBs nachlesen. So, jetzt bin ich hier nochmal in der Hütte, weil ich gesehen habe, dass wir hier noch mit irgendwem reden können. Da ist noch ein bisschen Leder und hier können wir noch mit der alten Frau reden. Ist es überhaupt eine Frau? Ich weiß es nicht. Kennt ihr die Geschichte von Tadayori, mein Herr? Ich kenne den Namen, doch nicht seine Heldentaten. Man glaubt schon lange, dass Tadayoris Rüstung ihm große Macht verlieh. Und es verheerend wäre, wenn sie in falsche Hände fiele. Das darf ich nicht zulassen. Erzählt mir mehr von dieser Geschichte und der Rüstung. Der Musikant Yamato kann euch da helfen. Er erzählte mir die Legende in Asamo, am Fluss, der den Ort von Tsutsu trennt. Verdammte Axt, okay. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt sowas dadurch auf der Karte freischalte. Schauen wir uns das Glück mal an. Wo ist denn das? Tadayori-Rüstung. Wo haben wir denn das? Hier unten ist auf jeden Fall noch das mit Yuna. Die Geschichte von Fürstin Masako. Ich war eigentlich am Überlegen, ob ich jetzt direkt in dieser Folge auch mit einer weiteren Geschichte von Sensei Ishikawa weitermache. Aber... Na gut, warum sollte man das nicht machen? Ja, wir sind direkt in der Nähe. So, jetzt haben wir uns das markiert. Wie gesagt, Entschuldigung nochmal für das so beschissene Intro, aber das brannte mir einfach auf der Zunge. Und damit wollte ich auch gleichzeitig einfach mal gewissen Leuten oder wahrscheinlich nur ein oder zwei Personen mit diesen Accounts die Meinung sagen. Und natürlich auch kleineren YouTubern im Vergleich zu meiner Abonnentenzahl, was auch wirklich keine Rolle spielt. Ich meine, es ist vollkommen Bockwurst, wie viel Aufrufe, wie viel Watchtime, wie viel Abonnenten jemand auf YouTube hat. Entweder ist man mit jemandem cool
oder sozusagen down oder man ist das nicht, ja? Ich meine, ich kenne Leute auf YouTube, die haben viel mehr Abos wie ich, die haben viel weniger Abos wie ich und mit denen bin ich einfach cool. Wenn man sie versteht und mit den Leuten klarkommt, dann ist das so. Und ich gucke nicht auf andere, wie viel Abonnentenzahlen die haben, wie viel Watchtime die vielleicht haben, wie viel Aufrufe die vielleicht haben. Das ist mir persönlich völlig egal und so sollte das auch jeder sehen, finde ich. Also wenn man schon so anfängt oder so eine Denkweise denn entwickelt, ja, dann sollte man mit YouTube, glaube ich, nichts mehr machen. Das ist meine persönliche Meinung. Aber nichtsdestotrotz können sich kleinere YouTuber, die vielleicht auch gerade erst anfangen und durch Zufall vielleicht auch das Video sehen und das hören, was ich da gesagt habe, macht euch einfach keinen Kopf. Es gibt immer irgendwelche Vollspasten im Internet, die dann meinen zu müssen, auf die Kacke zu hauen, auch gerade mit mehreren Accounts. Und lasst euch einfach nicht die Lust und Laune an eurem Hobby nehmen. Wenn ihr das gerne macht, wenn ihr einfach so gerne zockt, so wie ich, und dazu ein bisschen was quatschen und das aufnehmen wollt, dann macht das. Es wird immer Leute geben, die irgendwas gut finden oder immer Leute geben, die irgendwas schlecht finden. Man kann es einfach nicht jedem recht machen. Aber ich finde, man sollte auch mal sagen, was Sache ist, was ich jetzt auch gemacht habe. Und damit ist jetzt auch gut, finde ich. Und ich habe mich total verlaufen. Scheiße. Ich muss jetzt erstmal wieder zurück zum Spiel finden. Ich muss mein Ski wiederbekommen. Sagt man das? Hat man das? Ich weiß es nicht. Im Japanischen hat man das Ski. Also jetzt nicht Ski fahren. Ich habe ja auch keine Ski im Keller, davon mal abgesehen. Aber wo muss ich denn jetzt hin? Ich habe doch... Das mit Ishikawa habe ich doch markiert. Ach so, stimmt. Der Alte ist ja, glaube ich, oben in seinem Dojo. Wo war denn der Dojo? Der war irgendwie auf dem Berg. Ach, da oben ist der Berg. Alles klar. Dann statten wir den Alten noch gleich mal wieder einen Besuch ab. Da muss ich aber, glaube ich, auch hier hochklettern. Wenn ich da hochkomme. Ach so, ich muss ja hier noch vorher langlaufen. Stimmt, das hatten wir auch in der letzten Folge gesehen. Es ist jetzt aber auch schon wieder 2 Tage her, seitdem ich das mit Ishikawa gemacht habe. Wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, hatte er ja eine Schülerin. Tomoe hieß sie, glaube ich. Ich habe das wahrscheinlich gerade wieder falsch ausgesprochen. Und diese Schülerin macht, so wie Ishikawa auch vermutet, gemeinsame Sache jetzt mit den Mongolen. Und die Mission, die wir jetzt gleich, glaube ich, mit Ishikawa machen, besteht darin, seine Schülerin zu finden. Und sie dann wahrscheinlich zu fragen, hey, was soll denn das? Warum machst du jetzt hier gemeinsame Sache mit den Mongolen? Oder irgendwie so wird das wahrscheinlich ablaufen, keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen. Aber was mich natürlich auch ein bisschen wundert, wir haben diesen Kurzbogen auch bekommen von Ishikawa. Der ist ja hier. Warum zum Teufel sehen wir den nicht an Jin? Ich meine, er ist hier nicht zu sehen, der Bogen. Wenn Ishikawa neben uns rumgerannt ist, der hatte den Bogen. Der war ja auf dem Rücken. Keine Ahnung, ob er den mit Panzertape da festgemacht hat oder so, aber er hatte ihn auf jeden Fall und er war sichtbar. Sakai! Ja, was geht ab, Zöpfchen? Lass uns mal ein bisschen Bogen schießen, oder? Das ist ja das, was ich meine. Seht ihr das? Er hat den Bogen und ich habe ihn nicht. Warum auch immer. Sensei, was Neues über Tomoe? Ja, doch ob ihr schon bereit für sie seid? Ihr tut, als sei sie ein Dämon. Das ist nicht so abwegig. Tomoe ist furchtlos. Sie ist kein Samurai, aber eine geborene Mörderin. Die Art kenne ich. Nein, tut ihr nicht. Kommt! Wo wollen wir hin? Zu einem Bogenschießstand. Ein Anwohner hat dort Mongolen gesehen. Ich vermute, Tomoe war dabei. Wenn Tomoe wahrhaft furchtlos ist, wäre sie eine gute Verbündete. Ein hungriger Leopard ist auch furchtlos. Leoparden meistern euren Weg des Bogens nicht. Lasst gut sein, Sakai. Sie schließt sich uns nicht an. So. Warum ist sie übergelaufen? Ich riskierte es, all mein Wissen mit ihr zu teilen. Als sie mich hinterging,
bestrafte ich sie. Das war gewiss hart. Ihr wisst, was sie den Gefangenen in Fort Nakayama antat. Das war kein Fehler. Das war ihre Absicht. Und das hat sie nicht zum ersten Mal getan. Wir wissen nicht, ob sie Schuld hatte. Ihr nicht. Ich schon. Ja gut, das werden wir gleich noch herausfinden, Zöpfchen. Ich hoffe ja, dass wenn wir die Nebenmission geschafft haben, dass du uns dann auf jeden Fall auch deinem Friseur vorstellst, weil du hast eine echt geile Frisur. Das hat nicht jeder. Aber mich wundert das wirklich sehr, warum bei uns der Bogen hinten nicht auf dem Rücken ist. Es sei denn, ich kann das unter Option irgendwo noch einstellen. Aber er hat uns ja den Bogen auch nur geliehen, hat er ja auch gesagt. Ach so, wenn ich schneller renne, rennt der Alte auch schneller. Und komm, Zöpfchen, hau mal noch irgendeinen Spruch raus oder so. Vielleicht auch ein paar tolle Sätze über den Samurai-Kodex oder irgendwie was? Es kann natürlich auch sein, dass er jetzt gerade ein Schweigegelübde abgelegt hat, ich weiß es nicht. Aber sonst ist er eigentlich immer relativ gesprächig. Ihr müsst dort hinaufklettern. Schafft ihr es da hoch, Sensei? Wie er da gerade hochgezeigt hat, macht das mal bitte nochmal. Worauf wartet ihr noch, Sakai? Na, dass du den Finger nochmal hebst. Ich möchte sehen, wie das nochmal aussieht. Okay, so. Er macht es nicht. Braucht ihr Hilfe, Sensei? Ja genau, wie kommt er denn da hoch? Wo ist er denn? Sensei Ishikawa. Lass mich raten. Hier gibt es 100 pro irgendwo einen Treppenlift und den hat er jetzt genommen. Er will uns aber nicht zeigen, wo das ist. Und wenn wir den jetzt das nächste Mal wieder treffen, macht er voll einen wieder auf cool und sagt wahrscheinlich, wir haben ewig gebraucht. Nicht schlecht, Sakai. Ja, was du nicht sagst, aber wie bist du denn hierher gekommen? Oder hat dich Raumschiff Enterprise gerade irgendwo hochgebeamt und dir wieder abgesetzt? Na gut, ist egal. Ishikawa, kann das wieder sein, dass du mit mir hier wieder gewisse Schießübungen machen möchtest? Das ist ja beim letzten Mongolenlager schon voll in die Hose gegangen. Aber ich stelle mich natürlich deiner Prüfung. Ihr meintet, man könne nur hochklettern. Nein, ich sagte, ihr müsst klettern. Ist eine gute Übung. Pfeile, mongolische und japanische. Falls sie hier waren, sind sie längst weg. Vielleicht finden wir ihre Spur bei der Zielscheibe. Hier ist kein Ziel. Bei diesem Wachturm. Nicht schlecht, Sensei. Findet raus, wo sie hin sind. Wie ich es geahnt habe. Er wollte nur sehen, dass wir Bewegung, hier hochkommen. Bewegung, Sakai. Ja, ja, sehr gut. Aber wir wissen ja immer noch nicht, wie der Alte hier hochgekommen ist. Das kannst du doch nicht machen, Ishikawa. Was denn, ich soll jetzt da hinten hin, oder wie? Ist das dein Ernst? Tatsache, soll ich machen. Warte mal. Der Alte klettert nicht. Keine Ahnung, der ist jetzt schon wieder weg, wette ich. Da habe ich jetzt aber ein Auge drauf. Wie kommt Ishikawa hier runter? Ich denke mal, das fragt ihr euch alle. Ah, da oben ist er noch. Er beobachtet uns. Wir können doch irgendwelche Gesten machen. Das war doch so, oder? Warte mal, kann ich ihm zuwinken? Na gut, verbeugen ist jetzt irrelevant. Na gut, dann untersuchen wir das hier mal. Wie viele Mongolen bildet Tomoe aus? Tja, wenn ich das nur wüsste... Abgetrennter Kopf. Ihre Zielscheibe. Sensei! Mongolen! Oh nein!
Jin, woher willst du wissen, dass sein Kopf drin ist? Oh nein, da kommt schon wieder so eine Runde. Oh, verdammt. Sensei, ich bräuchte Hilfe. Hat mich Ishikawa gerade angeschossen? Könnte ich mir gut vorstellen, weil er mag uns ja nicht. Habe ich den Köter getötet? Wenn es ein Köter war, ich bin immer auch der Meinung, dass es abgerichtete Hammel sind oder dergleichen. Die sehen ein bisschen merkwürdig aus. Okay, die haben keine Pfeile mehr am Start. Ja, sehr gut. Wissen wir ja, Jungs. Ihr mögt eure Speere. Da kommt Ishikawa. Er läuft tatsächlich. Ist nicht so, dass er jetzt eine Wolke wie Son Goku hat, die sich Jendo Jun nennt. Er läuft tatsächlich. Gute Arbeit, Sakai. Schont ihr den Bogenarm, Sensei? Ich wollte sehen, wie gut ihr reagiert. Ihr wusstet, dass die Mongolen noch hier sind? Ja. Und ihr habt nichts gesagt? Ein paar Mongolen überfordern euch. Und ihr wollt es mit Tomoe aufnehmen? Das ist ein Krieg, kein Test. Und wie viele Kriege habt ihr gekämpft? Ich teste euch, wie es mir beliebt. Kein Wunder, dass Tomoe euch angriff. Nun gut. Wo ist sie hin, Sakai? Ich sehe mich um. Weißt du, der Alte haut hier immer voll auf die Kacke und tut so, als ob er alles wüsste und fragt uns nach dem Weg, ja? Viele Spuren. Ein Dutzend Männer. Vielleicht mehr. Folgt der Spur. Wenn wir sie fassen, wartet nicht auf mich. Greift an und zieht weiter, sonst seid ihr tot. Wollt ihr diesmal euren Bogen benutzen? Wenn wir sie finden. Und wenn nicht? Könnt ihr allein ein Dutzend Soldaten besiegen? Wenn's sein muss. Gute Antwort. Ich muss da auch noch was loswerden, Sensei. Egal, was wir auch über die Mongolen sagen, aber gut erzogen sind sie. Ich meine, die sind den Weg entlang gelaufen. Die haben mir nicht das Gras platt getreten. Dann gucken wir noch mal, ob wir die irgendwo da hinten finden. Der Alte ist wirklich schnell zu Fuß. Ich bin immer wieder erstaunt. Lag da noch was? Nö, da war nichts mehr. Aber echt eine geile Location. Schöner Ausblick. Da unten war, glaube ich, das Lager, wo wir in der letzten Folge waren. Achso, ich muss den Spuren ja wieder folgen. Stimmt, ja. Ishikawa, wenn ich dir zu schnell renne, du kannst auch gerne was sagen, ja? Dann lege ich auch extra für dich eine Pause ein. Gar kein Problem. Ja, da sind sie lang gelaufen. Scheint auf jeden Fall so. Seht euch das an. Sie üben, was Tomoe sie gelehrt hat. Mord an Unschuldigen. In Ordnung, ich kann das Sakai Tanto aufwerten. Das finde ich echt eine geile Sache an dem Spiel, dass wenn wir gewisse Ressourcen haben, dass uns auch dann uns immer eingeblendet wird. Da ist Ishikawa. Ich hab schon gedacht, wo sind wir jetzt schon wieder hin? Sensei, Kopf unten halten, ich mach das. Nein, war nur ein Scherz. Bitte hilf mir. Ah ja, okay. Was denn nun? Achso,
Geiseln retten. Die Mongolen haben Geiseln genommen. Wenn die Gegner dich entdecken, fangen sie an, ihre Gefangenen hinzurichten. Oha. Nein. Da war nichts. Warte mal, hier verpasse ich mal gleich gepflegten Kopfschuss. Wo kam der denn auf einmal her? Oh nein, da ist schon wieder ein Anführer. Jungs, ich würde euch gerne antworten, sofern ich das auch verstehen würde, was ihr da sagt. Ach du Scheiße. Rufen die jetzt Verstärkung? Ishikawa, hilf mir doch. Ich muss den Typen da hinten irgendwie klar machen. Scheiße, verdammt, der eine Typ kommt jetzt, glaube ich, hier hoch, wa? Mal gucken, vielleicht kann ich den wenigstens fertig machen. Und dann muss ich irgendwie den Typen da hinten fertig machen, weil der ist direkt bei der Geisel. Oh mein Gott, das war knapp. Oh, Hallöchen. Scheiße, jetzt haben sie mich gesehen. Aber die Geisel können sie jetzt, glaube ich, schon mal nicht hinrichten. Jedenfalls ist da keiner in der Nähe. Trophäe, bist du allem bereit? Na klar, bin ich da immer. Wo ist denn der blöde Anführer? Gegner sind in der Nähe, alles klar. Ach, da ist der Anführer. Oha, oha. Anführer getötet. Ich liebe meine Kunais. Ich habe die jetzt auch schon auf maximalen Schaden aufgewertet. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Tja, da liegst du gut im Matsch. Jin, pack das Katana weg. Wir wissen ja, dass du es magst. Jetzt kann ich aber, glaube ich, mit denen reden. Ja klar, mach ich doch gerne. Ich bin ja der Gute. War da eine Japanerin bei diesen Mongolen? Ich konnte es nicht glauben. Sie gab ihnen Befehle. Was hat sie gesagt? Etwas über den Sensei. Und die heißen Quellen. Mehr habe ich nicht gehört. Verzeiht mir. Ich weiß nicht, sollte das Ishikawa sagen, dass sie was über ihn gesagt hat? Also sie wird wahrscheinlich über ihn gelästert haben. Sollten wir ihm das sagen? Ich weiß es nicht. Noch ein paar Vorräte. War das alles? Scheint so. Sensei, renn bitte nicht weg. Ich hoffe, du holst dir ja auch keinen Schnupfen bei dem Wetter, wenn ich mich hier in der Zeit umschaue. Aber ich möchte mich hier vorne noch ein bisschen umschauen. Ich brauche ja Vorräte. Hier lag da noch was. Was ist das denn? Irgendein Gefäß. Was auch immer für eins das war. Aladins Wunderlampe war das auf jeden Fall nicht. Die sieht anders aus, kann ich euch sagen. Ich habe sie noch nicht live gesehen oder so, aber kenne ich aus dem Film. Sensei, halt die Stellung. Wir schauen uns hier vorne nochmal um. Was war das? Eibenholz. Das ist ja was Goldenes. Also, das finden wir auch, glaube ich, nicht so oft. Naja gut, reden wir erstmal wieder mit Sensei Ishikawa. Wenn ich denn darf. Sensei, hast du Zeit? Nur eine Minute, ich habe dir was zu erzählen. Sensei? Ich lehrte ein Monster, wie man jagt. Sie hörten, wie Tomoe den Mongolen Befehle gab. Sie erwähnte, dass Hiyoshi heilbart. Sie fängt gerade erst an. Sakai, eure Art zu kämpfen ist nicht der Stil eures Onkels und nicht meiner. Wir hatten noch nie einen Feind wie diesen. Ich tue, was ich muss, um zu siegen. Ein Samurai ist ein Wächter. Kein Mörder, der herumspringt wie ein Dieb. Ihr habt Komoda nicht gesehen. Ich habe genug gesehen. Ich weiß, es war brutal, aber ich trainiere nicht noch ein Monster. Ich weiß, das wird nicht passieren.
Wenn Tomoe das Hiyoshi Heilbad will, muss ich mich vorbereiten. Und ihr auch. Ich sehe euch in meinem Dojo. Der Sensei und die Schülerin. Die Aufgabe hätten wir abgeschlossen. Aber dafür gab es gar nicht so viel. Talisman der Effizienz. Okay. Einlege- und Nachladegeschwindigkeit werden um 15% erhöht. Das ist nice. Das hauen wir doch glatt mal rein. Ich habe ja auch sonst keine weiteren Sachen, die ich da sonst reinmachen könnte. Ein neues Geschenk ist verfügbar. Das ist ja auch geil, dass das sogar eingeblendet wird. Aufzeichnungen aktualisiert. Ich muss mal auf der Karte schauen. Was ist das? Mystische Geschichten sind jetzt verfügbar. Suche Musikanten auf, um Geschichten über legendäre Techniken in die und in Vergessenheit geratene Schätze zu hören. Okay, alles klar. Die Legende von Tadayori. Tadayoris Rüstung. Klingt auf jeden Fall nach einer coolen Sache. Könnten wir eigentlich demnächst einen Angriff nehmen, obwohl alle Angaben ohne Gewehr, wenn ich das wieder sage, machen wir in den nächsten 10 Folgen wieder nichts mit der Hauptgeschichte. Also lasst euch einfach überraschen, was in den nächsten Folgen so abgehen wird. Technikpunkte haben wir auch nicht so wirklich. Was haben wir denn hier noch auf der Karte? Drei von neun? Oder das wäre jetzt, glaube ich, die dritte von neun Geschichten, die wir mit Ishikawa machen könnten. Hier ist noch ein unentdeckter Ort. Hiyoshi Haiko. Ich glaube, das ist ein Gedicht oder so, weil wir konnten ja uns gewisse Verse aussuchen. Für mich klang das, wo ich das mal gemacht hatte, wie so ein Gedicht. Aber vielleicht irre ich mich auch. Wenn es jemand von euch weiß, schreibt das bitte in die Kommentare. Ich mache erstmal einen Cut an dieser Stelle. Bitte entschuldigt nochmal das etwas längere und mal komplett andere Intro. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich bin niemand, der sich versteckt und ich sage immer offen und ehrlich meine Meinung. Auch wenn wahrscheinlich viele sagen, solchen Leuten sollte man keine Aufmerksamkeit widmen. Und damit meine ich das, was ich am Anfang der Folge gesagt habe. Dem stimme ich natürlich zu, aber man sollte auch ab und an mal seine Meinung sagen. Denn einige Leute denken, sie werden oder sie wären im World Wide Web anonym und könnten sich alles erlauben. Aber dem ist nicht so. Und dafür habe ich euch auch am Anfang Argumente geliefert. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen fürs Zuschauen, je nachdem, wer von euch noch hier alles mit am Start ist. Wenn ihr möchtet, schaltet auch zur nächsten Folge ein. Und lasst euch überraschen, was wir dann so machen werden. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Und bis zur nächsten Folge von Ghost of Tsushima. Ihr seid ein Samurai. Gebunden an unseren Kodex. Wir leben, kämpfen und sterben. Ehrenvoll. Weicht ihr von dem Pfad ab? Was wird aus euch werden? Ein Sturm zieht auf. Jin! Jin! Na los, Jin!